Der Spielekatalog vom N64-Emulator auf der Switch erweitert sich regelmäßig. Und der neueste Neuzugang ist Pokémon Snap. Ein Game, das ich bei Release in meiner Kindheit gespielt habe, ohne Ende, bis ich 100% hatte und noch weiter darüber hinaus, weil es einfach ein super geiles, innovatives und innovativ vielleicht nicht, aber originelles Spiel war damals. Ich habe das Game gestern auf twitch.tv/leosmind durchgespielt am Stück. Hat gerade mal 2 Stunden gedauert und werde euch heute sagen, ob es sich lohnt, es sich zu holen oder vielleicht sollte man lieber doch einfach beim Original bleiben. Apropos, ich habe die Switch-Version verglichen mit einmal der japanischen Version und der europäischen Version. Also der Vergleich ist da. Schauen wir uns zuerst die Grafik an. Das Upscaling der Grafik funktioniert sehr, sehr gut bei diesem Game. Auch die Farben sind kräftig geblieben. Das sage ich, weil die Wii U-Version auf der virtuellen Konsole so einen hässlichen Grauschleier bekommen hat. Der ist auf der Switch zum Glück nirgends zu finden. Auch während dem Spielen, und ich habe es komplett durchgespielt, ist mir nichts Grafisches aufgefallen. Keine falsch platzierten Texturen oder ähnliches. Garados Mund sah damals schon so seltsam aus. Also geschlossener Mund Garados ist nicht hübsch. Was die Grafik also anbelangt, ich habe null Probleme. Es sieht wie damals aus, nur halt hochskaliert. So, kommen wir zur Performance, denn hier habe ich jetzt tatsächlich Beschwerden. Das Spiel allgemein läuft gefühlt um einiges flüssiger. Ihr könnt hier den Vergleich sehen. Während ich im Original während den Strecken leichte Framedrops festgestellt habe, läuft auf der Switch alles super flüssig. Ohne jegliche Ruckler oder sonst irgendwas. Aber, und ich finde das super seltsam, sobald wir im Bildauswahlmodus sind, also dort, wo wir Professor Eich unsere ganzen Bilder zeigen, im Original konnte ich super schnell zwischen den Bildern hin und her wechseln, auswählen, abwählen, super flüssig. Auf der Switch ist es super rucklig und gefühlt wird nur jeder zweite Input auf dem Controller registriert. Ihr solltet es hier sehen, wie auf der Switch-Version es wirklich schwierig ist, durch diese Auswertung durchzumanövrieren. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel unspielbar ist dadurch, aber es ist deutlich spürbar. Und das ist so seltsam, weil es lief flüssig auf der N64 und so aufwendig stelle ich mir diesen Teil im Spiel nicht vor, vor allem wenn die Strecken mit all den Texturen und Pokémon super flüssig laufen. Naja, es hat mir das Spiel nicht kaputt gemacht, ich finde es nur etwas nervig und einfach super seltsam. Aber kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, der bestimmt, ob das Spiel auf der Switch überhaupt spielbar ist. Die Steuerung. Und tatsächlich, keine Beschwerden hier. Ich habe das Spiel auf der Switch gespielt mit Pro Controller und ich habe es verglichen mit natürlich N64 Controller auf dem N64. Und wer den N64 Controller kennt, wird genau wissen, dass das große Problem immer war der Stick. Er ist nicht leicht zu bewegen, er geht nicht unbedingt in jeden möglichen Grad, er ist vor allem in kleinen Bewegungen schwer zu bewegen. Deswegen, damals hatten wir keinen großen Vergleich. Wir haben das damals akzeptiert und Pokémon Snap läuft super mit dem N64-Controller und du kannst jedes Bild flüssig schießen in der, was wir damals dachten, kleinsten, minimalsten Bewegung. Wenn ihr jetzt aber Pokémon Snap auf der Switch spielt, werdet ihr merken, holy moly, was haben wir damals eingebüßt. Es funktioniert super. Der Stick, mit dem ihr die Kamera steuert, in allen 360 Graden bewegbar. Die kleinste Bewegung vom Stick sorgt dafür, dass eure Kamera sich minimal bewegt. Super gut. Schade, dass Motion Control nicht funktioniert. Ich meine, die Switch hat Motion Control in ihren Controllern oder in der Switch selber. So gut wie in jedem Spiel wie Breath of the Wild. Aber das Wichtigste, die C-Knöpfe. Das große Problem, warum Spiele auf der Switch unspielbar sind, die C-Knöpfe. Diese 4 Knöpfe, die nicht auf einem Pro-Controller vorhanden sind oder sonst so gut wie jeglichem Controller da draußen auf dem Markt. Diese C-Knöpfe sind der Grund, warum Ocarina of Time und Majora's Mask auf der Switch unspielbar sind, außer ihr habt einen originalen N64-Controller für die Switch. Ist so schwer, das zu spielen, weil ich nicht die C-Knöpfe habe. Boah. Aber wie ist das bei Pokémon Snap? Kein Problem. Kein Problem, weil Pokémon Snap benutzt die C-Tasten kaum. Du benutzt die C-Tasten bei Pokémon Snap, um dich in 90-Grad-Winkeln zu drehen, um schnell quasi zu einem Schuss hinzudrehen und für die Pokeflöte. Und die gehen alle auf dem rechten Stick. Das heißt, wenn ich mich links drehen möchte, gehe ich nach links. Wenn ich rechts drehen möchte, gehe ich nach rechts. Super instinktiv, super einfach. Pokeflöte ist nach unten und fertig. Somit, die Steuerung ist kein Problem. Sollte euch nicht zurückhalten, dieses Spiel auf der Switch zu spielen. Zum Spiel an sich. Es ist das gleiche Spiel wie aus dem Jahre 2000. Ich kann euch einen ordentlichen Nostalgieschub versprechen, wenn ihr dieses Spiel einlegt. Es ist großartig. Aber lohnt es sich deswegen, ein 50-Euro-Abo zu holen, nur um Pokémon Snap zu spielen für 3 Stunden oder für 6 Stunden, wenn man 100% macht? Nein.
Vor allem, weil inzwischen New Pokémon Snap draußen ist, seit über einem Jahr inzwischen. Und es ist großartig. Es ist 10-mal größer, ihr habt viel mehr Spielzeit. Wenn ihr Pokémon Snap damals mochtet, werdet ihr New Pokémon Snap lieben. Das Einzige, was es nicht hat, ist Entwicklungen, was das alte Pokémon Snap hatte mit Flecmon und Glutexo. Das haben sie komischerweise nicht reingepackt. Aber ansonsten ist New Pokémon Snap das bessere Pokémon Snap. Es ist unfassbar gut. Solltet ihr aber die anderen N64-Titel auf der Switch auch mögen und inzwischen ist der Katalog, wie gesagt, relativ groß, viele Klassiker sind dabei, dann finde ich, lohnen sich inzwischen die 50 Euro. Wäre da nicht das Problem mit dem Controller und den C-Knöpfen? Zum Glück gibt es inzwischen einen Controller, nicht exakt der, aber es ist ein Retro Fighters Controller, der kompatibel ist mit der N64 auf der Switch, womit das alles kein Problem mehr ist. Darüber mache ich aber ein eigenes Video. Das war's zu Pokémon Snap. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sogar geholfen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.